Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute mit einem Rennen, das ich jetzt schon ein paar Mal getestet habe. Wir sind wieder in Daytona unterwegs mit einem Audi Vision Gran Turismo der Gruppe 1. Ich möchte direkt vorab sagen, ich habe dieses Rennen schon einige Male probiert. Ihr habt schon ein paar Vorschläge gemacht. Ey, Dave, nimm doch dieses und jenes Auto. Manche von denen habe ich schon mal getestet. Und bei manchen muss ich sagen, möchte ich die auch nicht unbedingt jetzt hier für dieses Event nehmen, weil ich möchte ein Gruppe 1 Auto tatsächlich nutzen. Ich weiß, ich könnte mit einem Red Bull X2019 zum Beispiel recht einfach hier Gold holen, aber der Ehrgeiz sagt, nö, es muss ein Gruppe 1 Auto sein, mit dem ich hier in Daytona, ja, Gold hole. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Wir werden es sehen. Wir gehen auf jeden Fall mal ganz kurz zum Rennshop. Ah, wir haben schon mittlere Reifen. Überleg gerade. Ist das die beste Wahl? Wir nehmen auch noch mal die Weichen mit. So. Welche haben wir jetzt installiert? Die Mediums immer noch. Okay. Wir gucken mal, wie weit wir mit dem ersten Reifensatz kommen. Wenn ich 6 Runden zum Beispiel schaffe, können wir ja auf Soft wechseln. Mal schauen. Ach du Schreck. Okay, der hat einen enormen E-Power-Motor. Ja, die verbleibenden Runden gehen drastisch runter, sobald man hier ein bisschen Vollgas fährt. Bro, ich bin da schon. Zwar mit ordentlich überlappendem Teil meines Autos. Oh mein Gott, ist der langsam, wenn der keine Dingspower mehr hat. Hybridpower. Oh mein Gott. Ja, wir verlieren aber kaum was. Oh, ein Lenkverhalten ist echt gut. Mal schauen, was die Reifen machen. Oh, du kannst den kaum unter Touring fahren, ne? Das ist ja furchtbar. Okay, ich merke, bei 270 ist bei dem gefühlt eh Schluss. Ab da geht gar nichts mehr. Aber 7 Runden könnte ich mit dem auch fahren. Interessant. Aber 270 ist halt echt ernüchternd. Fährt sich recht gut, weil Allrad. Trotz Turbolader macht er dann nicht so viele Zicken. Und Hybrid hat er auch, aber trotzdem, er fährt sich angenehm. Ist aber eher so ein Auto, das über Ressourcenmanagement kommt, als über die reine Pace. Ja, bei so einem Auto würde ich mir wünschen, dass man bestimmen kann, wann die Hybridleistung dazu geschaltet wird. Was passiert, wenn ich jetzt hier lifte? Lädt er nochmal auf? Nee, erst beim Bremsen. Boah, Bro, das... Komm, beweg dich! Mach was! Das ist ja traurig mit anzuschauen. 4,8 Runden. Oh, Reifen hinten rechts ist recht schnell durchgenudelt. Ich war noch nicht mal die schnellste Runde. Alter. Würde ich wenigstens so viel Sprit sparen, dass ich hier einfach ohne Stopp durchkomme, aber um da hinzukommen, müsste ich traurig viel Sprit sparen.
Ihr wisst ja, wie gerne ich Ressourcenmanagement betreibe im Regelfall, aber da müsste ich wirklich komplett... alles saven. Okay. Ich würde hier gerne super lange im Windschatten bleiben, aber am liebsten, oh Mann, wäre ich halt in Dingsbums vorbei, Busstop. Ey, wenigstens mal so 10 km mehr Topspeed. Durch den ganzen Windschatten. Komm. Push. Fahr Porsche. Okay, vergesst bitte, was ich meinte mit, ey, vielleicht kann man dir die Softreifen mitnehmen. Das Auto verschlingt den Reifen hinten rechts gerade förmlich. Also ich werde 5 Runden pro Stint fahren. Sprit sparen brauche ich also gar nicht. Sagte Dave und machte den Shortshift in den 6. Ja, Bro, der Reifen ist ja komplett weg. Also bis jetzt ist es ein sehr ernüchterndes Auto, gerade auch weil der 890 Leistungspunkte hat, aber gefühlt überhaupt nicht performt. Also wirklich, das ist ein Auto, was komplett hinterherhinkt gegen die anderen Gruppe 1 Autos. Ich bin ja vor ein paar Folgen mal das Auto als nicht Gruppe 1 Wagen gefahren und da war ich ja hellauf begeistert. Das Auto hat sich richtig gut angefühlt, aber der ist wirklich grottig. Auch die Getriebeübersetzung, was ist das? Bro, der droppt so hart. Das ist ein Rennwagen, der braucht keinen 8. Gang in Anführungszeichen als Spritsparmodus. Das check ich null. Selbst mein Handy denkt sich, so lange wie das auf der Geraden dauert, soll ich vielleicht eine Podcast-Benachrichtigung raushauen. Hey Dave, neue Podcasts sind verfügbar, falls du auf der Geraden gerade nichts zu tun hast. Schaut langweilig aus mit dem Auto. Diese Runde geht's an die Box. Eieiei. Aber ich find's schön. Ich werde auf jeden Fall verschiedene Autos noch weiter durchtesten hier in Daytona. Werde die Tage noch einen Versuch mit dem R18 unternehmen, denke ich mal. Mit dem Hybrid R18. Da hoffe ich mir mal ein paar bessere Chancen als mit dem hier jetzt. Ich meine, wir kommen nicht unter 1,35. Da werde ich mich wahrscheinlich strecken können, wie ich will, wie ich lustig bin. Da wird nichts gehen. Was wirklich bei dem stark ist, ist die Bremse. Da ist er wirklich biestig. Also da kannst du richtig was rausholen noch. Ja, there you go. Also vielleicht geht über die Bremse doch noch ein Ticken mehr. Aber ich merke gerade auch, dass man den 5. einfach ausfahren muss und nicht in den 6. geht. Also, beziehungsweise sehr spät erst. Okay. 22% Sprit haben wir. Da ist etwa 80% und wir kommen safe durch, denke ich mal. Wobei, ich habe ein bisschen was angespart. Ich mache mal 82-83%. Eieieiei. So. Reifen schnell gewechselt. Oh, ziemlich genau 80%.
Habe ich mal ein bisschen direkt in der ersten Kurve hier geliftet hinter den anderen. Solange ich im Verkehr stecke, spare ich auch mal ein bisschen Sprit nebenbei. Geht wirklich kaum voran ab dem sechsten Gang. Der ist eigentlich fast nur für Windschatten gedacht, ne? Oder fast nur für Windschatten anwendbar, sagen wir es so. Aber ich darf den auch nicht so krass ausdrehen, weil da ich jetzt 80% Sprit dabei habe, muss ich darauf achten, dass ich nicht über die 16% Verbrauch pro Runde komme. Und da sind wir jetzt gerade dezent drüber noch. Sekunden zu P1. Ich habe ein bisschen was aufgeholt. Immerhin mal eine PB. Ach, aber im Direktvergleich zu Bilk, okay. Ja, da werde ich in den späteren Sektoren wahrscheinlich wieder massiv Zeit verlieren. Ja, also Infield und so, das ist alles gut. Achtzehntel im ersten Abschnitt des Ovals verlieren, das ist nicht gut. Ah, Bastop bringt nochmal eine Zehntel. Aber auch nur eine Zehntel, weil es im Oval ist. Ich glaube, Bastop selbst bringt viel mehr Zeit. Überlegt. Saumäßig intelligent, Alter. Richtig gutes Auto. Bitte! Jetzt hier mal ein bisschen mehr gespart, damit ich in den letzten Runden noch mal richtig pushen kann. Jetzt bin ich noch mal im Windschatten. Also ich sag mal so, ne, für langsame Kurse ist das Auto mit Sicherheit ganz okay. Hier kannst du den komplett in die Tonne treten. Das ist ja gar nichts. Bro, ich verliere Geschwindigkeit im Windschatten. Ich fahre doch nicht mal 300. Und zack. Sind vorbei. Also den Windschatten zu nutzen, um ein bisschen Sprit zu sparen, war glaube ich ganz gut.
Retrospektiv hätte ich einfach tatsächlich auf 82 tanken lassen sollen. Aber ich habe das halt leider falsch getimed. Passiert. Ja, zu meiner eigenen Zeit fehlen da nur ein paar Hundertstel. Jetzt bin ich schneller als meine PB. Wilk ist 32,7 gefahren, ja. RIP. Aber wie gesagt, auf der Bremse ist der Hammer. Da ist er wirklich gut. Das Auto kannst du für dieses Rennen komplett in die Tonne treten. Da geht gar nichts. So, wir brauchen 16% Sprit. Ich kann von Glück reden, wenn ich P8 halten kann, ne? Schaut euch das mal bitte an, die kommen alle wieder ran. 18% Fuel für die letzte Runde, das ist gut. Boah, warum kann er so spät bremsen? Achso, das ist ein anderes Auto, das ist der Peugeot. Oha. Der Peugeot scheint in allen Belangen besser zu sein. Und zwar dramatisch viel besser. Ey, der Witzka. Ob man für diese kurze Gerade überhaupt Energie nutzt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh, Igor Frager. Scheint ein bisschen mit Ressourcen Probleme zu bekommen. Ja, komm, Peugeot, zieh vorbei. Kann ich wenigstens aber Windschatten mit dem. Warum ist der jetzt langsam? Oh boy. Bro. Ach so. Dass die Reifen da so durchdrehen? Ärgerlich. Wir sehen zwar positiv. Der Sieg war hier eh nicht drin. Oh mein Gott, wir holen Zehntel für Zehntel zu Miyazono. Auf dem scheint der Sprit ausgegangen zu sein am Ende nochmal. Krass. Ey Leute, also wirklich, das ist zumindest für Highspeed-Strecken das mit Abstand schlechteste Gruppe 1 Auto, das ich bisher gefahren bin. Das ist furchtbar. Wirklich, da geht ja gar nichts. Gar nichts. Absolut gar nichts. Haltet euch fern von diesem Audi. Wir werden demnächst einen anderen testen und gucken mal, ob der ein bisschen besser funktioniert. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn es so ist, Däumchen, Abo. Bis demnächst. Tschüss.